Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rund ums Drehen. Heute sind wir im Landkreis Böblingen unterwegs bei der Firma NEF zum Thema Antriebstechnik. Und was wir heute hier erleben, das seht ihr in diesem Video. So, also wir sind heute hier bei der Firma NEF. Mir gegenüber sitzt der Hartmut Wandel, Geschäftsführer von der Firma NEF. Hartmut, möchtest du uns vielleicht ganz kurz inhaltlich abholen und was zum Unternehmen sagen? Also, herzlich willkommen zunächst. Also, wir sind ein Unternehmen, sehen uns in der Antriebstechnik, speziell in der mechanischen Antriebstechnik. Mhm. Wie der Name schon sagt, sind Gewindespindeln unser Feld. Da sind wir zu Hause. Herstellung von Gewindespindeln, Trapezgewindespindeln, Kugelgewindespindeln. Spindel kennt ja jeder Zerspaner zum Thema Kugelrollspindel und so weiter. Ich habe aber auch gesehen, ihr macht ja auch zum Beispiel sogenannte Hubtriebspindeln. Das war eine andere Sorte davon. Im Prinzip ist es doch so. Wir sind, unser Kernprodukt ist die Gewindespindel und dann bauen wir darum Baugruppen, wo die Gewindespindel eine ganz zentrale Rolle spielt. Eben zum Beispiel Spindelhubgetriebe. Spindelhubgetriebe in verschiedensten Versionen und Größen und Ausführungen. Wir bauen die im Standard bis 50 Tonnen Hubkraft und bauen darüber hinaus über die Katalogware hinaus viel auch customized, also kundenspezifisch. Du sprichst gerade von wir, das heißt, du hast ein Team um dich herum. Wie groß ist denn das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Naja, wir haben aktuell so 65 Mitarbeiter. Die meisten hier in Weil im Schönbuch am Standort haben dann noch aktuell einen Standort in Heilbronn, in dem wo wir die großen Spindelhubgetriebe fertigen, haben Konstruktion und Vertrieb in Österreich, drei Außendienstbereiche in Deutschland aktuell und noch einen Außendienst in der Schweiz. Also ihr habt richtig viel starke Teams um euch herum, dass ihr auch wirklich tolle Produkte abbilden könnt, das freut uns. Mich würde interessieren, in welchen Branchen braucht man denn eigentlich diese ganzen Gewindetriebe, diese ganzen Spindel? Ja, das ist sehr breit aufgestellt. Das wundert uns ja manchmal schon auch selber. Natürlich denkt man sofort an den Maschinenbauer, Sondermaschinenbauer. Hier sind wir auch in Süddeutschland wahrscheinlich sehr bekannt, wo es allerlei solche Unternehmen gibt. Aber dann geht es darüber hinaus, Verpackungsmaschinen, Stein- und Holzbearbeitungsmaschinen, Werkzeugmaschinen schon genannt, papierverarbeitende Maschinen, Papierherstellung, alles, wo man heben, senken muss, bis hin zu Brücken anheben oder eben auch Forschungsstationen in der Antarktis. Hartmut, ein ganz wichtiges Thema, was mich natürlich auch umtreibt, ist, worin setzt ihr euch vom Wettbewerber ab? Weil ihr habt ja auch euer USP und wo siehst du das darin? Spindelhersteller gibt es ja sonst auch noch, das ist ja gar keine Frage. Wir fokussieren natürlich schon auf den Kunden. Im Prinzip verkaufen wir häufig Lösungen. Wir verkaufen natürlich Katalogware, unser ganzes Programm, was wir haben mit Zubehörteilen und alles, was dazugehört, was man dazu als Baukasten im Prinzip haben kann. Aber spannend wird es doch dann, wenn wir uns angucken können, zusammen mit dem Kunden, wie kann man ein Projekt umsetzen, was genau auf seine Anwendung maßgeschneidert im Prinzip ist. Und dann haben wir eben fast alles im Haus. Wir haben eine starke Konstruktion- und Entwicklungsabteilung. Wir haben, kennen uns gut aus im Markt, was hier Einkauf national und international angeht. Wir haben viel Erfahrung in der Fertigung, in der Montage. Und so kommt dann was dabei raus, wo wir sagen, naja, freut uns, wenn wir da eine Nasenlänge vorne sind. Ich habe gerade das Funkeln gesehen bei dir, wenn es um das Thema Fertigung geht. Das heißt, du bist richtig stolz auf eure Fertigung, eure Fertigungstiefe. Die ist in dem Fall euch schon sehr wichtig und auch sehr tief in dem Bereich, oder? Fertigungstiefe ist ein Thema. Und da möchte ich doch sagen, heben wir uns natürlich ab, nur von den Spänen, sondern eben die Spindelherstellung im Rollen, Gewinde herstellen, Gewinde härten, Gewinde, Gewindespindel so zu konfektionieren, dass er nachher auch im Toleranzbereich passt, ist doch etwas, was jetzt nicht ganz alltäglich ist, möchte ich mal sagen. Du hast gerade den Bereich Toleranz angesprochen. Wie genau darf man sich das vorstellen? Wie genau ist so eine Gewindespindel? Bei den Gewindespindeln ist es wie bei den Passungssystemen, da gibt es auch verschiedene Toleranzbereiche, verschiedene Klassen, Toleranzklassen. Wir arbeiten in der Standardspindel, in der Kugelgewindespindel mit der T7-Spindel, also Toleranzklasse T7. Die hat eine Abweichung bei 300 mm,
von 50 μ. Und dann kommt eben die T5-Spindel, das ist eine Klasse genauer. Die hat dann noch die 23 μ Abweichung. Und dann gibt es noch die T3-Spindel, die hat dann noch 12 μ Abweichung. Mhm. Also das heißt bei 300 mm ein starkes Hundertstel, was wir hier abweichen dürfen vom Idealmaß 300. Diese fertigen wir auch. Wird dann aber einzeln rausgemessen selektiert. Kannst du uns anhand von ein paar Exposés, die ihr habt, die man auch im Hintergrund sieht, mal genauso die Funktionsweise erklären von so einer Spindel? Also ich habe da jetzt gerade mal so ein Ansichtsexemplar von einer Kugelgewindetrieb-Spindel, eigentlich von einem Kugelgewindetrieb mitgebracht. Kugelgewindetrieb bedeutet Spindel mit Mutter. Und im Prinzip ist es ja jetzt nichts anderes, als wie dass man wie bei einer normalen Schraube Spindel mit Außengewinde, Mutter mit Innengewinde, aber hier haben wir eben Kugeln dazwischen. Das heißt, wir haben anstatt Gleitreibung Rollreibung, was natürlich eine Kugelgewinde gegenüber einer normalen Gleitgewinde, wir kennen Trapezgewindespindeln an Drehmaschinen, an älteren Modellen, um Längen schlägt hinsichtlich Genauigkeit und Laufruhe. Was gibt es denn da noch für spannende Themen, wo du da siehst du an Bauteilen? Also wir haben hier jetzt mal ein kleines Spindelhubgetriebe. In diesem Fall jetzt mit Trapezgewinde, oben ein Gabelkopf. Haben hier den Antrieb und die Spindel arbeitet sich hier von dem Rohr hinaus und hebt sich hoch und hebt somit eine Last. Spindelhubgetriebe werden von Konstrukteuren sehr gern verwendet, weil es eine geschlossene Baugruppe ist und sie lassen sich sehr gut kombinieren. Man kann sich das jetzt folgendermaßen vorstellen: Man hat hier eine Motorglocke, macht hier einen kleinen Motor dran und treibt es dann an. Dann hat man hier relativ einfach ein Hubsystem, ein Hubelement, wo man eine Last anheben kann. Wenn man jetzt hier mit einer Gelenkwelle weiterfährt auf ein zweites, gleiches Hubelement, dann hat man hier eine synchrone Bewegung und kann dann schon mal die doppelte Last anheben. Okay. Und so wird es eben sehr gern verwendet, um Tischgestelle, schwere Lasten in Gießereien oder im Stahlwerk hochzuheben oder zu bewegen. Wir haben jetzt einmal Kugelrollspindel gesehen, einmal Hubtrieb. Was hast du uns noch vorbereitet? Ich habe noch mal was mitgemacht. Und zwar, das ist jetzt ein, im Prinzip sowas wie ein Stellantrieb. Man könnte auch sagen, ein Elektrozylinder sieht ähnlich aus wie ein Hydraulikzylinder. Das heißt, wir haben hier ein Kolbenrohr, wo ausfährt, haben innen drin die Spindel und haben hier eben ein Design, was sehr schlank baut und in Edelstahl ist. Das heißt, für Anwendungen im Bereich Pharma, im Bereich Nahrungsmittel, in solchen Reinraumgeschichten haben wir hier mit einer Voll-Edelstahllösung eine schöne Geschichte. Innovativ an diesem Teil ist, dass wir das komplett aus Rohren herstellen. Das heißt, es ist ein Rohr und wir haben hier über so Schlossstücke, können wir die Lagerung und die Lagerungen frei positionieren innerhalb vom Rohr, sodass wir hier sehr schlank bauen können, ohne dass wir groß hier von innen das verbauen müssen, sondern können das über so Schlossstücke überall positionieren. Das ist ein schönes Schlusswort. An der Stelle bedanke ich mich schon mal für den großen Überblick für das Unternehmen. Wir würden jetzt dann weitermachen in der Fertigung und mit deinem Fertigungsleiter einfach mal den Herstellungsprozess mal im Groben mal anschauen, dass unsere Zuschauer einfach auch ein bisschen wissen, wie entsteht sowas überhaupt. So, jetzt haben wir natürlich nach dem Geschäftsführer den Fertigungsleiter, den Holger Ernst hier sitzen. Hallo. Und zwar geht es uns jetzt darum, einfach mal zu wissen, wie entsteht denn so ein Produkt. Also Holger, du bist ja hier im Unternehmen tätig. Was sind deine Aufgaben und wie lange bist du schon hier im Unternehmen? Also ich bin seit dreieinhalb Jahren in dem Unternehmen, bin Fertigungsleiter, das heißt, die ganze Fertigung läuft bei mir. Ich tue die Aufträge verteilen, ich gucke, dass die Leute ihre Arbeit machen, dass sie die Sachen termingerecht ausgehen. Also wir als Dreher wissen natürlich nur, dass die Kugelrollspindel irgendwo in der Drehmaschine verbaut ist, aber wie man die herstellt, das wäre vielleicht ganz interessant, wenn du es mal sagen könntest. Also wir kriegen das Vormaterial in einer bestimmten Güte, oder einer bestimmten Maßhaltigkeit, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann wäre ja mir die Spindel im rollierenden Verfahren herstellen. Ach so. Das heißt, das ist nicht spannende Bearbeitung, sondern ein rollierendes Verfahren. Ja. Und dadurch wird das Gefüge von der Spindel auch nicht beschädigt. So, das heißt aber, wir wären mit relativ großen Kräften bis zu 80 Tonnen, denn die Rolle das Material bearbeitet. Das heißt, wir fangen ganz vorne an, dann fahren die Rolle ineinander rein. Ja. Und so wird dann die Spindel hergestellt im rollierenden Verfahren. Die Kugelrollspindel, die wird dann danach noch gehärtet und dann noch poliert. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Verformung, eine Kaltverformung. Ja. Okay,
Und dann habe ich meine Stange, die dann entweder poliert sind oder eben halt gehärtet oder nicht gehärtet. Ja, die Kugelrollspindel, die sind alle gehärtet und auch alle poliert. Aha. Nur die Trapezgewinde, was mir auch im rollierenden Verfahren herstellt, die wird dort nicht gehärtet. Okay. Der Härte hat wahrscheinlich mit dem Verschleiß zu tun? Genau, da hier die Kugel sauber drinnen laufen, dass der Verschleiß so gering wie möglich ist und auch die Präzision da ist. Okay, dann habe ich meine große lange Stange, ich gehe mal von 6 Meter. 6 Meter sogar, okay. Das heißt, ihr schneidet die dann auch zu für den Kunde, für seine Anwendung? Genau, wir haben drüber eine Trennmaschine, weil die Spindel sind ja hart, also die Kugelgewindespindel sind hart, die werden getrennt und die Trapezgewindespindel, die werden gesägt an der Bandsäge. Okay. Und da das hat dann jeder Spindel ihren Auftrag, wo alles draufsteht vom Kunde, über die Länge, die Durchmesser und auch dann, wie es weitergeht. Der ganze Ablauf ist vorgegeben von der AV. Okay, das heißt, ich habe dann einfach meine Spindel. Aber ich habe vorher gelernt beim Hartmut, dass ja um diesen Antrieb herzustellen, brauchen wir natürlich immer das Gegenstück, die Mutter oder das Gehäuse für den Antrieb nachher. Wird das auch im Haus hergestellt? Manche Mutter wird bei uns im Haus hergestellt, manche kaufen wir aber auch zu. Und dann wird die bei den Kugelrollspindeln einfach mit den Kugeln versehen, also mit den Umlenkstücken, dass das alles sauber läuft. Und da werden wir jede Mutter auf jede Spindel separat anpassen. Ah, okay, das heißt, wenn man natürlich auch die Maßhaltigkeit und die Schwankungen aus dem Fertigungsprozess kennt, muss man da auch relativ viel... Und auf der Kundenwunsch kommt es auch davor. Manche Kunden möchten es vorgespannt, manche möchten mit Nullspiel, andere möchten mit Standardspiel, also mit 200-300 Spiel. Und dementsprechend wäre mir jede Spindel, jede Mutter separat für unsere Kunden anpassen. Perfekt. Dann haben wir im Grobe schon mal verstanden, wie der Prozessablauf ist. Natürlich interessiert uns und natürlich unsere Zuschauer natürlich auch sehr stark, ob man da ein paar Aufnahmen aus der Fertigung macht oder dass man einfach sieht, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, wir treffen uns gleich in der Fertigung und schauen dann da mal an, wie wir das Ganze uns abfilmen können. Gerne. Mal den Prozessablauf erklärt im Großen. Jetzt gehen wir Schritt für Schritt natürlich durch. Wie viel? Ich als Laie natürlich, was das Rollieren angeht, was machen wir hier und wo stehen wir hier gerade? Was ist das? Also jetzt der erste Schritt. Wir haben jetzt das Vormaterial eingeliefert bekommen, so wie es vorher erklärt geht. Ja. Und wir werden jetzt hier im rollierenden Verfahren mit der Maschine ein 20x4 Trapezgewinde herstellen. Also das rollierende Verfahren, darf ich mir vorstellen, wie, dass die Stange jetzt dann direkt was nimmt? Die Stange wird jetzt dann eingeschoben. Ja. Und dann kommen die zwei Roller, fahren gegeneinander, so wie es vorher schon mal erklärt geht. Und dann im rollierenden Verfahren wird das 20x4 Gewinde hergestellt. Ja. Und dann haben wir bei uns eine 6 Meter lange Stange. Jetzt sind wir hier an einer weiteren Maschine. Genau. Ich bin immer noch der gleiche Laie. Was machen wir hier? Das ist jetzt hier der erste Schritt von einer Vogelgewindespindel. Das heißt, das Spindel auf der Kopf vom Vormaterial hier rein, wird dann geholt und geht nach hinten raus, ganz normal. Okay, also das heißt, wir haben jetzt hier zwei verschiedene Prozessschritte. Genau. Rüber war Trapez, hier ist Kugel. Hier machen wir 32 Z-Spindel. Jetzt führt die ganze Einheit nach unten, holt sich die nächste Spindel, führt dann wieder hoch, legt sie dann hier in der Mitte ab, dann wackeln wir die zwei Rollen zu und schiebt dann die Spindel nach vorne in die Maschine. Also jetzt befinden wir uns ja an einer weiteren Maschine. Jawohl. Darf ich mich wieder abholen? Also das ist jetzt eine Induktionstarte Maschine. Ja. Das heißt, die Spindel ist jetzt gerollt, kommt jetzt da rein, wird über Startschrauber direkt schnell heiß gemacht und dann gleich wieder abgeschreckt, sodass nur die Randschicht richtig hart ist. Okay. Und dann läuft sie hinten aus. Perfekt, schauen wir uns das an. Ja.
Jetzt haben wir ja gerade gehärtet und jetzt sind wir wieder in der Maschine. Jawohl. Wie ist das? Und das Harte sind die Spindel, so wie wir hier sehen, ein bisschen dreckig geworden. Ja. Die werden jetzt hier rein, wurde hier poliert, ja, kommt ein anderer glänzend hinter raus. Und das ist das Produkt, was wir nachher brauchen. Jetzt sehen wir hier eine fertige Spindel und einen großen Bildschirm. Was ist damit jetzt? Das ist der Messplatz mit einer Längenmessmaschine. Das heißt, wir dann die Spindel alle auf die Länge messen, damit die Genauigkeit vorhanden ist. Wir brauchen. Okay. Das heißt, wir vermessen die Länge, vermessen wir sonst schon weitere Parameter? Durchmesser kann man auch messen. Das war auch mit der Bügelmesser, aber mit der Längenmessmaschine wird die Länge und die Stellungsgenauigkeit gemessen. Okay, super. Wir fahren jetzt hier wieder ein Stück von hier vorne an. Dann machen wir unsere Nullen und dann werden wir immer in 300 mm Schnitte nach hinten messen. Wir stehen jetzt hier am Arbeitsplatz. Was haben wir jetzt dann hier in der Hand? Wir haben jetzt hier eigentlich eine fertig gedrehte Spindel. Das heißt, deine Schnitte machen wir jetzt sofort zwart. Das war früher, wird hier die Ende wieder weich drehen, damit man sie überhaupt bearbeiten kann. Dann wird die Spindel gerichtet, dass es sauber gerade ist. Dann händ auf unsere NC-Maschine wurde die Endebearbeitung gemacht. Das heißt, da wird das Gewinde draufgeschnitten, die Passung, die Passfeder nur vergleich gemacht. Und jetzt ist die fertige Spindel ist jetzt hier an dem Arbeitsplatz, wo die Mutter an die Spindel angepasst wird. Okay. Sodass immer die Mutter und die Spindel Einheit ist, sodass sie auf dem Spiel her zusammenpasst. Jetzt wird die Mutter hier aufgedreht. Dann wird es gemessen, wie viel Spiel drin ist. Jetzt haben wir es 400 SP, so wie es der Kollege da gesagt hat. Jetzt kommt die Mutter wieder rüber. Und jetzt kommen alle Tüten wieder raus. Und vom Durchmesser her im Mühebereich größere Kugel wieder rein, sodass das Spiel richtig eingestellt wird. Jetzt wird es nochmal gemessen. Jetzt haben wir noch wie? 200, 2,5 Hundertstel Spiel. Also in dem Fall sind es 3 Hundertstel, das heißt, die Mutter ist jetzt sofort von der Kugel her. Ja, weg. Cool. So, jetzt haben wir viele tolle Prozessschritte gesehen. Wo befinden wir uns denn jetzt noch? Wir sind jetzt hier in der Montage. Mhm. Da werden die einzelnen Komponenten zusammengesetzt. Das kann man jetzt hier am besten mal zeigen. Wir haben hier das Gehäuse mit der Schneckenwelle, innen drin ist Schneckenrad. Mhm. Da wird die Spindel und das ganze Sache zusammengefügt, so wie es unsere Kunden bestellt haben bei uns. Die Mutter kommt noch dazu. Das ist jetzt ein fertiges Getriebe, wo alles dabei ist, alles verbaut ist mit Mutter. So verlässt jetzt bei uns das Haus und geht in den Bunde. Optimal. Ich habe endlich mal gesehen, wie man so eine ganze Kugelrollspindel macht. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du es uns gezeigt hast. Und auch danke, dass du uns erklärt hast, wie das da funktioniert, die verschiedenen Abläufe, die verschiedenen Prozesse, wie sie ineinander greifen müssen. Und auch hier jetzt der Aufruf an euch, wenn euch das Thema Kugelrollspindel interessiert, schaut euch mal die Website an von der Firma Neff. Wir verlinken sie unten in der Infobox. Und an der Stelle mein herzliches Dankeschön an deine Zeit und an deine Geduld, mir das also mal zu erklären. Bitteschön, jederzeit wieder.